Was machst du denn mit dem Mehl? Je größer das Ei, umso schwerer die Aufgabe. Such dir etwas aus und klicke auf das passende Ei. Hier siehst du zwei Geldbörsen. In denen siehst du verschiedene Münzen. Klicke den Geldbeutel an, in dem die Münzen mehr wert sind. Macht nichts. Das nächste Mal klappt's bestimmt. Du hast sicher schon einmal Geld in der Hand gehabt. Es gibt da ganz verschiedene Münzen und Scheine. Mit manchen Münzen kannst du dir mehr kaufen als mit anderen. Man sagt, die Münzen sind mehr wert. Deswegen gibt es Centmünzen und Euromünzen und Scheine. Möchtest du etwas über Cents oder Euros wissen? Entscheide dich und klicke deine Wahl an. Euros, Cents. Centmünzen sind die kleineren Münzen. Sie sind weniger wert als Euromünzen. Auf den Münzen stehen Zahlen. Wenn du wissen möchtest, wie viel Geld du hast, musst du alle Zahlen zusammenrechnen. Je größer die Zahl, desto mehr ist das Geld wert. In der linken Geldbörse sind 4 mal 10 Cents. 10 plus 10 plus 10 plus 10 gleich 40 Cents. In der rechten Börse sind 50 und 10 Cents. 50 plus 10 gleich 60 Cents. 60 sind mehr als 40, also ist in der rechten Börse mehr Geld. Euros. Euros kannst du von Cents ganz einfach unterscheiden. Es sind entweder Münzen mit Silber oder Papierscheine. Sie sind mehr wert als Centmünzen. Auf beiden stehen Zahlen. Wenn du wissen möchtest, wie viel Geld du hast, musst du alle Zahlen zusammenrechnen. Je größer die Zahl, desto mehr ist das Geld wert. In der linken Geldbörse sind 5 Euro und 2 mal 2 Euro. 5 plus 2 plus 2 gleich 9 Euro. In der rechten Börse sind ein 10-Euro-Schein und ein 2-Euro-Stück. 10 plus 2 gleich 12 Euro. 12 Euro sind mehr als 9 Euro. Also befindet sich in der rechten Börse mehr Geld. Stimmt genau. Ja, genau. Ja, genau. Sehr gut. Alles richtig. Nicht ganz. Leg noch mal ein Ei. Genau. Stimmt genau. Stimmt genau. Alles richtig. Fein gemacht. Alles richtig. Das klappt ja schon wunderbar. Jetzt kannst du die Kunden an der Kasse bedienen. Psst, weg mit dir! Was machst du denn mit dem Mehl?